Und da sind wir wieder bei Dragon's Dogma. Wir waren beim letzten Mal stehen geblieben beim Kampf gegen die Bestie. Wir sind jetzt kurz davor, durch die Tore zu schreiten. Und gib mir noch mal bitte einen Waffenbuff. Genau, wollte ich gerade sagen. Mach mal was, Junge. So, und dann gehen wir raus. Kampf gegen die Bestie. Und die Bestie ist Trommelwirbel. Der Ladebildschirm, oh mein Gott, wir müssen ihn besiegen. Es ist groß, es ist hässlich. Es ist ein Zyklop. Und sieht man schon? Ja, genau. Er hat ein komisches Symbol auf der Stirn. Ja, ein Cyclops, genau. Ich schieße extra auf den Zahn und nicht auf sein Auge, denn man kann den Zahn abbrechen. Ja, oh Gott, es wird schwierig. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ja, das ist sehr gut. Wo ist er hingefallen? Da ist er hingefallen. Den kann man nicht gebrauchen. Sehr gut sogar. Und jetzt. Na. Du willst du nicht etwa hinterrücks. Hey! Oh, er ist tot. Warum bist du tot? Damit besiegt. Die Schwachstelle beim Zyklopen ist natürlich sein Auge, wo ich da fröhlich drauf geschossen habe. Man konnte hier die Schwachstelle des Zyklopen noch nicht ganz erkennen. Das wäre nämlich Blitz gewesen. Oder ein bisschen. Zack. Zum Looten. Aber dass wir das den Zahn abgebrochen haben, das war schon relativ wichtig. Denn es ist ein Material. Oh, immer wieder die falsche Taste. Und Materialien sind wichtig für Waffen-Upgrades und Rüstung-Upgrades. Denn wie wir sehen, ist unsere Waffe und Ausrüstung überhaupt nicht verbessert. Das würde man sehen, wenn hier Sterne dran wären. Gelbe. Zeige ich dann später, wenn wir das verbessern können. Aber wir haben den Zyklopen besiegt. Und bekommen jetzt das Recht, einen Vasallen zu bekommen. Da ist Renard. Renard, mein Freund. Hi there. Been some time, hasn't it? Enough time to become well famous in your case. Ja, relativ. The Arisen. Tis the second coming of Duke Dragonsbane, I dare say. I like it, friend. I like it well. Now, let us talk of business. Was hast denn du zu verkaufen? Eine kleine Nuss hast du neu. Und hier Kupfererz, Kiefer. Das sind alles Materialien, die wir nicht unbedingt brauchen. Das wäre schon nicht schlecht. Aber ich will mir da eigentlich noch nichts kaufen. Denn wir werden gleich bald demnächst schon einen ersten Abstecher auf die Insel Finstergram tun. Genau. Und dort unsere Ausrüstung kaufen, da die dort etwas besser ist. Nicht unbedingt mega cool, aber doch etwas besser. Und jetzt müsste wieder eine Zwischensequenz kommen. Ja. Natürlich. Hast du daran gezweifelt, Junge? Ich bin der Erweckte.
Tralala! Jetzt kommen wir zu einer weiteren Charaktererstellung, zum Aussehen des Hauptvasallen. Der Hauptvasalle wird eine Frau mit Namen Merlin und mit dem Spitznamen T. Dann weiter unten. Nein. Ist er Trish. Genau. Merlin aus der Serie The Seven Deadly Sins, falls ihr die noch nicht kennt, ist ziemlich cool. Da ist Merlin eine Frau. Und Trish eigentlich sollte es Triss heißen, aber Triss gibt es halt nicht als Spitznamen aus The Witcher. Meine liebe Triss, beides Magierin, Merlin und Triss. Und daher passt das eigentlich ganz gut. Und wir werden sie ähnlich wie Merlin aus der Serie The Seven Deadly Sins gestalten. So hatte ich jedenfalls gedacht. Und da passt du ganz gut dazu. Die Stimme. Nein. Oh Gott, oh Gott. Nein. 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 Nö. Ja, vielleicht. Ja. Ja, nehmen wir die. Details natürlich, Mensch. Standardgesichter. Ja. Narben. Erstmal weg, die Sommersprossen. Dann Frisur. Was haben wir denn hier Schönes? So? 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 Ja, das sieht gar nicht mehr schlecht aus. Gesichtsform können wir eigentlich fast so lassen. Das vielleicht. Augen. Nee. Können wir, glaube ich, auch so lassen, oder? Machen ein bisschen größer. So. So vielleicht. Nehmen wir die. Den Mund würde ich gerne noch verändern, und zwar zu einem Lächeln. Etwa so. Das sieht ganz ein bisschen übertrieben vielleicht. Haben wir nicht noch was Kleineres, Dezenteres? So was ungefähr. Das sieht doch ganz gut aus. Achso, die Augenfarbe noch. Augenfarbe. Gelb. Dann Körper. Nö, lass mal eigentlich so. Statur, Körpergröße. Bisschen größer. Nö, geht schon so. Hautfarbe passt eigentlich auch. Körperbau. Muskulatur. Nein, Berlin ist zierlich und ja, passt auch. Alles gut. Torso, Arme, Beine, Haltung. Ein wenig aufrechter. Und der Gang passt so damhaft. Nö, passt so. Nö, das sieht jetzt auch ganz gut aus. Merkmale, Narben, Falten. Falten auf keinen Fall. Merlin ist jung. Blutjung ist sie. Make-up können wir auch. Obwohl, kann man da Anpassungen vornehmen? Bisschen die Farbe ändern. Aber.
So vielleicht. Sieht nicht ganz so extrem aus, finde ich, mit dem Lippenstift, glaube ich. Die Farben funktionieren irgendwie nicht hier. Die sind. Ändert sich überhaupt nichts. So? So vielleicht? Ne, sieht ein bisschen grünlich aus. Ne, das ist auch doof. Wir nehmen das. Ja. Farben anpassen. Kann man noch die Haarfarbe richtig dunkel machen? Schwarz. Ja. Bestätigen. Fortfahren. Jetzt müssten genau noch ein paar Fragen kommen zum Wesen des Charakters. Geistesgegenwart, eiserner Wille, Geistesgegenwart, Weitblick, Führungsstärke. Nein, Geistesgegenwart, Merlin ist clever. Alle Feinde töten, Bedrängnis, nein, alle Feinde töten. Überlass sie mir und der Zaubertrank, der 100 Jahre Jugend schenkt. Wer die Serie kennt, weiß, dass das passt einfach am besten. Eigentlich der ewig Jugend schenkt, aber naja, 100 Jahre ewig, Mensch. Sie wird natürlich Magier. Und sie wird dann auch Magier bleiben. Also auf der magischen Angriffsart, sage ich jetzt mal, gibt es ja nicht viel Auswahl bei ihr. Dann als Magier oder Erzmagier. Aber Magier auf jeden Fall. Sie wird unser Supporter. Auch mit dem Vasallenzeichen. Our fealty is sworn to you, Arisen. From this day, the Legion's men call pawns live and die by your command. Und er steht einfach da. Alles klar, kein Problem. So. Und da haben wir sie. Unsere gute Merlin, Stufe 2. Sie wird noch stärker natürlich. So stark wie wir jetzt sind. Stufe 6 wird sie irgendwann annehmen. Ich weiß nicht ganz, wie es läuft, aber sie kriegt dann wahrscheinlich mehr Erfahrung. Bis sie dann auf unserem Level ist. Sie wird niemals stärker werden als wir, aber immer auf demselben Level, beziehungsweise ein Level unter mir. Meistens aber auf demselben Level. Das ist nicht lange, dass sie ein Level schwächer ist. Sie bekommt dann jeweils Erfahrung und dann wird sie ein Level aufgestuft. So, wir betreten zum ersten Mal den Rift. Und hier werden jetzt random generierte Vasallen angezeigt. Unser Hauptvasall ist nicht dabei, den können wir nämlich nicht wegwählen. Wir können Rook abwählen. Und uns noch einen zweiten holen, damit wir insgesamt drei haben. Zwischen also unseren Hauptvasallen, einmal Rook und einmal irgendeinen anderen. Ich werde jetzt einen Fernkämpfer wählen. Oder einen Nahkämpfer. Was hast denn du eigentlich für Fähigkeiten? Explosion ist gar nicht schlecht. Und Schildruf. Ja, nehmen wir mit. Was soll's. Genau. So haben wir jetzt zwei Magier und zwei physische Kämpfer dabei. Das ist nämlich wichtig für die nächste Aufgabe. Denn wenn wir jetzt aus dem Zelt rausgehen, werden wir sofort teleportiert. Jawohl! Heidi! Genau. Ah, a master in his born, is it? You'll be quite the force, come the day you learn to fight as one. Mind you, that is a skill better honed in practice. Than in the heat of mortal combat. I can help in that regard, should you wish it. Na klar, kriegen wir hin. So, wir sind jetzt hier auf dem Übungsgelände mit unseren Vasallen. Einmal Merlin, einmal Rook und einmal Pepper. Und wir werden jetzt Übungen machen, die unser Zusammenhalt. Ja.
Ja, die unser Zusammenhalt prüfen, trainieren, Übungen beginnen. In sequence. Each serves to hone a different quality. You'll need more than raw muscle here. Nein. Es ist nicht jedes Mal eine andere Fähigkeit oder Fertigkeit, die genutzt, geprüft wird, sondern am Anfang müssen wir Kisten schleppen, dann müssen wir Pappschilder umbringen und als dritte Aufgabe noch mehr Pappschilder umbringen. Yay. Genau, das ist sehr wichtig. Wenn eine Aufgabe zu schwierig ist und wir zum Beispiel sterben an irgendwelchen Gegnern, versuchen wir einfach mit einer neuen Gruppe und versuchen das nochmal. Many hands lighten any load, as they say. Now, get to it. We'll begin as soon as you're prepared. Ich bin immer bereit, Junge. Na klar. Kisten schleppen. Hier möchte ich nochmal auf die grandiose KI der Vasallen, also der NPCs, hinweisen. Denn in manchen anderen, etwas älteren Spielen kann es vorkommen, dass dann alle auf die nächstgelegene Kiste zurennen, bis sie die dann einer schnappt und die anderen dann zu der wieder nächstgelegenen rennen. Hier ist es aber nicht der Fall, denn jeder sucht sich im Prinzip seine eigene Kiste aus. Wenn du jetzt, schnapp doch die Kiste. Jeder sucht sich seine eigene Kiste aus, rennt dahin und trägt die Kiste. Finde ich unglaublich cool. Und ich habe gerade Pepper die Kiste weggeschnappt, aber das macht nichts. Wir waren halt einfach schneller. Enough! Genug! Genau. Nächste Aufgabe. Ich bin kein Kämpfer. Ich bin ein Streicher. Vogelscheuchenarmee. Genau. Wenn man alle zusammenwürfelt aus einer Klasse, sage ich mal, wenn man die ganze Gruppe aus Magiern besteht, dann ist es halt doof. Das macht keinen Vorteil. Bla bla bla. Ja, ich muss Vogelscheuchen töten. Ich weiß doch. Waren da oben nicht welche? Da oben, genau. Flupp umgefallen. Das war's schon. Ich bin kein Kämpfer, ich bin ein Streicher, Gottverdammt. Mehr Vogelscheuchen. Ja, genau, diesmal ist es ein wenig anders, denn sie sind nicht alle rot, sondern rot und blau. Genau, eine kann nur mit Nahkampf besiegt werden, die andere nur mit Magie. Deswegen haben wir zwei Magier, Rook und Merlin, und zwei Nahkämpfer, beziehungsweise die physischen Schaden austeilen, nämlich mich und Pepper. Ich bin immer bereit. Bla bla bla. Achso, ich muss ja die angreifen hier, die roten.
Hä? Oh, ich habe gar nicht gesehen, wo die letzte war. Oh, egal. Wir haben es geschafft. War jetzt nicht so schwer. Selected partners can make. Yes, no doubt, no doubt. You'll learn the rest from actual combat. If you have trouble, examine your party. Genau, was uns schon mal gesagt hat, einfach die Gruppe ändern, falls wir nicht weiterkommen. Und Melly schon Stufe 4 statt Stufe 2. Die kriegt nämlich ziemlich viel Erfahrung. Ja, und damit haben wir jetzt die Aufgabe beendet. Und ich beende die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.